Ja, hallo und willkommen zurück zu diesem Let's Play Klassenquest des Soldaten. Ja, die Miyuki Sato ist ja eine Frontkämpferin. Haha. Ja, habe ich selber noch nicht, wirklich noch gar nicht gespielt, aber ne, wir gucken einfach mal, was wir hier machen können. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr mich hier weiter mit ihr begleitet. So, wir schauen erstmal nach, was müssen wir denn hier als erstes machen? Entschärfe die erste, zweite und dritte Bombe. Ah ja, genau. Wir müssen hier Bomben entschärfen. Das Chevica ist noch bis jetzt noch auf unserer Seite und hilft uns ein bisschen. Bis wir den richtigen Gefährten haben, der uns begleitet. Das hilft immer ganz gut. So, wir müssen in die Richtung. Ich kann ja mal nachschauen, ob wir noch was lernen können. Ich habe nämlich jetzt gar nicht nachgeschaut. Ob da noch was zu lernen war beim letzten Mal. Gucken wir mal nach. Ja, siehst du wohl. Das Kommando kündigt immer wieder neue Taktiken an. So, Flakprojektil, was auch immer wir damit machen können, egal. Wir schauen jetzt mal auf der Map nach, wo wir eigentlich ungefähr hin müssen. Wir müssen auch gar nicht so weit weg, das ist gleich um die Ecke. Na komm, da laufen wir hin. Ich meine, wir können sowieso nur hinlaufen. So, in die Richtung auf jeden Fall. Wir können ja auch ein bisschen Gas geben hier. Wir können zwar noch keinen Gleiter benutzen, aber... Oh, wir sind schon hier. Sind schon hier oder was? Warte mal, wo? Hier. So, Bombe 1 entschärft. Da ist die nächste Bombe. Und Bombe Nummer 3. So. Kehre zur republikanischen Kommandozentrale zurück. Echt, das war's jetzt? Mehr mussten wir nicht machen? Echt nicht? Okay, warte mal. Wir müssen da lang. Das war ja einfach jetzt. Oh, hier rein. Gut. Sergeant! Verzeihung, Sergeant. Verzeiht, dass ich störe, aber ihr seid die einzige Person, die mir helfen kann. Alle anderen Offiziere hier sind total korrupt. Alle bis auf euch. Ich weiß, ich kann euch vertrauen. Ich weiß euer Vertrauen zu schätzen, Private. Nun, sprecht offen. Worum geht es? Es geht um meinen Kommandanten, Lieutenant Virk. Er betrügt jeden unter seinem Kommando und niemand tut etwas dagegen. Virk zwingt uns alle, ihn zu schmieren, um sichere Posten zu bekommen. Credits, Waffen, Zeug, das wir von den Separatisten konfiszieren, alles. Wenn man nicht mitspielt, schickt Virk einen auf die gefährlichsten Patrouillenstrecken der ganzen Insel. Und das ist wie eine Todesstrafe. Korrupte Offiziere schädigen unser aller Ruf. Jemand sollte diesen Typ anzeigen. Das hat mein Kumpel ja versucht. Am nächsten Tag verschwand er nach Taloran und am Tag darauf kam er in einer Kiste zurück. Ihr seid im Chaos-Trupp, ihr seid wichtig. Ihr könntet mit jemandem sprechen, der etwas ändern kann. Ich werde sofort meine Vorgesetzten über Lieutenant Virks Aktivitäten informieren. Das tut ihr? Tausend Dank! Ihr seid so... Wow! Ihr seid unglaublich. Ich helfe eben gerne. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Nochmal danke. Ich hätte irgendwie einen Narren in mir gefressen. Warte mal, wo müssen wir eigentlich jetzt hier? Hier müssen wir hin. Bitte. Ah, willkommen zurück, Sergeant. Gute Arbeit beim Überfall. Die Soldaten der 45. Infanteriedivision werden noch lange Lobhymnen auf euch singen. Nur weil sie nicht wissen, wie widerwillig der Sergeant ihnen geholfen hat.
Ihr hättet eure Kameraden sterben lassen. Es geschieht nie wieder, Lieutenant. Ihr habt mein Wort. Bewegung, Leute. Wir haben eine wichtige neue Mission zu besprechen. Lieutenant Jorgen hat die Daten aus Bellis Einsatzkiste analysiert. Damit ist uns ein echter Durchbruch gelungen. Gibt es noch etwas oder muss ich den Rest raten? Bellis fand heraus, dass die Separatisten die ZR-57 in ihrem Versorgungsaußenposten auf der Manette-Insel verwahren, die direkt vor der Küste liegt. Ich habe den Geist vorausgeschickt, um den Außenposten auszukundschaften. Und sie hat einen Sicherheitsbereich gefunden, wo wahrscheinlich die Bombe verwahrt wird. In Anbetracht der drastisch erhöhten Anzahl an Wachen und des komplexen Sicherheitssystems sind wir uns sicher, dass die Bombe dort ist. Ehrlich, mit all dieser Sicherheit wirkt die Manette-Insel nicht wie ein Separatistenversteck, sondern eher wie eine imperiale Militärbasis. Ich denke, die Separatisten bekommen Unterstützung. Von den Imperialen? Das scheint wenig wahrscheinlich, Lieutenant. Unsere Spione hätten eine imperiale Einmischung auf Ord Mantell doch längst entdeckt. Genau deshalb bin ich hier, um gegen das Imperium zu kämpfen. Machen wir sie fertig. Ganz genau, Sergeant. Wir können die Möglichkeit imperialer Verbindungen später diskutieren. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Mission. Der Geist kann nicht alleine in den Sicherheitsbereich des Außenpostens auf der Manette-Insel eindringen, also schicke ich euch sofort dorthin. Die Brücke zur Manette-Insel ist außer Betrieb, also werdet ihr amphibisch auf diese Insel gelangen müssen. Wenn ihr ankommt, verschafft euch Zugang zum Versorgungsaußenposten und trefft euch dort drin mit dem Geist. Sie gibt euch weitere Anweisungen. Verstanden? Jawohl, Sir. Verstanden. Die Mission ist äußerst wichtig, Sergeant. Viele Leben hängen von eurem Erfolg ab. Wegtreten. So, Level 6. Sehr schön. Sprich mit dem Geist. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dann werden wir erstmal den Geist suchen. Beziehungsweise, was haben wir Feines bekommen denn hier? Warte. Was Besseres auf jeden Fall, ne? Mal tauschen. So. Dann schauen wir mal nach, was wir wieder lernen können. Wir sind wieder Level Up, deswegen da muss doch was machbar sein. Ja, sehr schön, sehr fein. Das Kommando kündigt immer wieder neue Taktiken an. Vorsicht da draußen. Ja, danke, super. Aha. Warte. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin jetzt hier? Warte. Wir sollen jetzt hier den Geleiter benutzen, das Taxi. Das machen wir dann auch. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich habe schon eine ausgesucht. Machen wir mal los. So. Melden Sie Ihre Beschwerden. Ich habe keine, ich will nur was verkaufen. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Warte mal, wir können mit Eulen reden und können Ihre Quest mitmachen. Wir müssen sowieso da rein. Genau, machen wir auch. Wir reden mal mit der Eulen hier. Hört zu, wenn ihr mich hier verjagen wollt, dann sage ich euch das gleiche wie diesem verspannten Commander. Keine Chance, kapiert? Ich habe genauso gut das Recht, hier zu sein wie ihr. Eigentlich habe ich sogar mehr Recht. Ich bin ein Beispiel der Redefreiheit, ein Vorbild für die Nachwelt. Und was seid ihr? Eine kleine Nummer, das seid ihr. Völlig überflüssig. Also sagt mir nicht, dass ich verschwinden soll. Das werde ich nicht tun und dabei bleibt es. Ich will euch gar nicht verjagen. Netter Versuch, Blasterheld. Ich kenne Leute wie euch so gut wie diese Galaxis und die kenne ich wie meine Westentasche. Oh, verdammt, ihr seid gar nicht von hier, oder? Tut mir leid, ich habe einfach ein zu schnelles Mundwerk. Aber jetzt ist das Gehirn hinterhergekommen und ich habe eine Idee. Ich muss etwas erledigen und habe nicht genug Credits, um die gesamte korrupte Armee von Ord Mantell zu bestechen. Aber für eine kleinere Armee sollte es reichen. Kann man euch anwerben?
Na sicher. Was ist das für eine Operation? Seht es als Abenteuer an. Moment, nein, tut das nicht. Dann würdet ihr nur herumstreuen. Seht es als Job an. Mein Partner und ich haben gerade den Aufstand auf der Manette-Insel dokumentiert, als die Separatisten angegriffen haben. Überall Bomben und ein Gemetzel, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Fantastische Aufnahmen. Jetzt ist mein Partner verschwunden. Ein netter Junge, aber nicht viel im Oberstübchen, wenn ihr versteht. Er ist immer noch irgendwo dort auf der Insel. Ich werde euren Partner finden. Sicher, warum nicht? Ich mache mir zwar mehr Sorgen um die Holo-Aufnahmen vom Aufstand, aber er ist immerhin ein netter Junge. Hört zu, wenn ihr meinen Partner findet und zurückbringt, umso besser. Er heißt Wax und ist ein aufgeblasener kleiner Holo-Aufnahmespezialist. Wenn er tot ist oder sowas, bezahle ich euch trotzdem für die Holodiscs, wenn ihr sie findet. Da sind tolle Aufnahmen drauf, fantastische, blutige Sachen. Ich komme zurück, wenn ich mehr weiß. Bringt mir diese Discs. Ja, kein Problem. Das machen wir doch glatt. Erstmal müssen wir so in den Bau da rein, da oben. Und gibt noch mal extra Punkte, nicht? So. Komm, das geht. Das weiß ich, dass das geht. Ich kann mal ein bisschen abkürzen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oh, da müssen wir rein. Okay, okay. Na, viel hat ihm nicht ausgehalten, Jungs. Oh, 3 von 20. Ja, warte mal, dann nehmen wir mal den hier vorne vor. Ach. Ah, das ist ja nur dieser Nahbereichsschuss. Okay. Danke. Wir müssen da vorne schon gleich rein. Aber ich sehe ja, wir müssen einen Bonus haben. Keine Herausforderung für mich. Und bleibt unten. Sehr schön, Level 7. So, hier fällt mir das. Oh, da ist für uns. Wir gehen jetzt mal hier rein hier. Tag. Sergeant, wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Bombe ist hinter einem Kraftfeld. Wir müssen es durchbrechen. Klingt recht einfach. Ich deaktiviere den Schild von hier. Ihr geht hindurch und zerstört den Generator. Wenn der Generator ausgeschaltet ist, werde ich wieder zu euch stoßen. Verstanden. Dann los. Okay, das war der Geist. Aber wichtig ist, hier rumliegen noch für uns hier? Nö, nicht? Nö. Ups, erstmal wieder raus. Die Antwort ist Krieg. Bonus. Besiege die Separatistenkämpfer 3 von 8 und dann noch Separatisten 7 von 20. Ja, das ist doch fein. So, Jungs, das ist jetzt nicht persönlich, ne? Das ist zu einfach. So, was haben wir denn hier Feindes hier? Hi, Jungs. Volltreffer! Ich muss jetzt mal sehen, wo wir überhaupt hin müssen. Dann kurz auf die Map schauen. Wir müssen... Ah, das sind einmal diese beiden Punkte, die wir erledigen müssen. Und da müssen wir rein. Ah, für beide Quests. Sehr schön. Jemand muss hier mal sauber machen. Ja, ein bisschen riecht er ein bisschen verbrannt hier. Mal gucken, was der hier kann hier. Und bleib unten. Der kann auch nichts. So, wir müssen in die Richtung. Das ist zu einfach. So. Keine
keine Herausforderung für mich. Besiegt die Separatisten-Kämpfer. 4 von 8. Ändert sich nichts. Wo sind denn die? Einfach hier in diesem Gebiet hier. Ha. Bei dem Bonus würde ich ganz schon ganz gerne haben. Jemand muss hier mal sauber machen. Na, schieß. So. Keine Herausforderung für mich. Okay, 5 von 8 und da fehlen uns immer noch 3. Jemand muss hier mal sauber machen. Oder sind das halt Separatisten, die wirklich Separatisten-Kämpfer heißen? So wie der da vielleicht. Ja. Das müssen Separatisten-Kämpfer sein, die wir brauchen. Ich schau mal nach, dass wir uns hier noch Kämpfer im Schnell raussuchen. Ich denke mal, in so einem Dreierhaufen ist immer einer dabei. Ja. Das ist zu einfach. Jemand muss hier mal sauber machen. Nee, da war keiner dabei gewesen. Ah. Bleib unten. Doch, auch fertig jetzt. Haha. Sehr schön. So, jetzt gehen wir da rein. Also einmal das Kraftfeld deaktivieren und Wax finden. Beides in diesem Gebäude. Wäre blöd, wenn wir die Quest nicht mitgemacht hätten. Aber das ist nun mal halt der Weg. So, oh, ist frei für jede Person hier. So, wo finden wir denn hier? Also, da finden wir die Hauptquest. Und da ist Wax. Dann gehen wir erstmal geradeaus zu Wax und erledigen erstmal die Quest, die Nebenquest für uns. Ah, Jungs, so. Wax müsste in die Richtung sein. Da hoch. Warte mal. Wir müssen da hoch. Leute, steht gerade ganz ungünstig da. Das ist zu einfach. Jemand muss hier mal sauber machen. So, Wax, wo bist du? Ach. Soll ich mich mal ein bisschen grillen hier. So. Hi Wax, da bist du ja. Komm, ich befreie dich. Hey, passt auf. Ihr steht mir im Licht. Die Beleuchtung ist wichtig, um die Dringlichkeit darzustellen. Schön mitkommen, Kamerakind. Mit euch? Nein. Ihr seid von der Republik, oder? Ihr seid hier, um mich für mein edles Werk zu töten. Tja, ihr werdet keinen Erfolg haben. Ich gebe auf keinen Fall meine Aufnahmen des ruhmreichen Aufstands heraus. Lamala mag die Kriegstreiberei der Republik verschleiern, aber ich nicht. Ich gehöre nun zu den Separatisten. Oh. Widerstand wird gewaltsam gebrochen. Spart euch die Drohungen. Ich komme nicht mit euch. Ich habe diese Holos neu bearbeitet, sodass sie die Notlage der Separatisten und ihrer Familien zeigen. Geht zu Lamala zurück und sagt ihr, dass sie sich einen anderen Narren suchen kann, der ihre Arbeit erledigt. Ich habe das Licht gesehen. Das ist denn was ganz anderes. Gebt mir jetzt diese Holodisks, oder ich werde dafür sorgen, dass ihr sie mir gebt. Was? Ich bin unbewaffnet. Ich bin nur ein Journalist. Also gut, ihr könnt die Holodisks haben. Es gibt da nur ein kleines Problem. Die Propagandaoffiziere der Separatisten haben sie bereits. Wenn ihr die Disks haben wollt, holt sie euch, bevor sie sie verteilen, sodass sie alle ansehen können.
Oh, Rex, was machst du für eine Scheiße? So, Holodisk besorgen. Dum, 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 dum. Besorg die Holodisk. 0 von 2. Da steht jetzt nicht genau wie. Plop, vielleicht haben wir hier diese Basiskommandanten, vielleicht die Holodisk. Probieren Sie aber mal. Jemand muss hier mal sauber machen. Und? Nee, der leider nicht. Ah, hier, Propagandaoffizier, das hört sich gut an, der ist es. Keine Herausforderung für mich. Ja, siehst du, davon brauchen wir noch einen zweiten. Hi, Paul, wo machst du denn da? Wir brauchen noch einen Propaganda. Separatisten-Captain, ja komm, den nehmen wir auch mit hier. Da können wir ja nichts. Mani Aranda. Bam. So, ist was Feines drin für uns. Ich weiß es nicht. Ich wollte mal gucken. So, wir brauchen aber immer noch einen Propaganda-Offizier. Das ist ja einer. Hi. Das ist zu einfach.